Hallo, damit herzlich willkommen zu einem weiteren LS22 Erklärvideo hier auf Kornab. Jetzt das Thema Tiere. Ich grüße euch. Hallöchen. Die Tiere im LS22 sind etwas anders, nicht nur vom Design her, sondern auch von der Struktur bzw. von der Handhabung her. Deswegen hier eine kleine, hoffentlich kompakte Übersicht für euch, dass ihr da nicht in die Stolperfallen läuft, die es aktuell noch gibt. Och nee, das glaube ich jetzt nicht. Tim! Mensch! Olaf, hallo? Alter, wir haben uns zuletzt vor 10 Jahren gesehen. Wie passiert denn das jetzt? Ah, guck mal hier aufs Kennzeichen. Oh. LS22, Nitrado-dedizierter Server. Oh, hör auf. Wo finde ich denn das? Tja, jetzt vorbestellbar. Link in der Videobeschreibung. Sehr gut. Jetzt die leistungsstärksten LS22-Server vorbestellen bei Nitrado. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Mein Name ist Hans. Nun viel Spaß beim weiteren Video. Wie ihr Stelle platziert, habt ich in dem Video, was entweder schon draußen ist oder noch kommt, über Thema Baumodus ausführlich gesprochen. Hier nur kurz ganz quickie. Shift links und P kommt ihr in den Baumodus rein. Dort in die Überkategorie Tiere und in der Unterkategorie habt ihr dann alle Tiere zur Auswahl. Wir interessieren uns jetzt für Kühe, Pferde, Schweine, Schafe und Hühner. Soweit, so klar. Fangen wir mit dem Pferdestall an. Es gibt mehrere Varianten, meistens immer 3 bis 4 Varianten an Stellen. Ich habe jetzt einfach hier die letzte Variante genommen, die dritte Variante, beim Thema Pferde. Ich gebe zu, das sieht jetzt hier nicht gerade wie ein ästhetisches Meisterwerk aus, was ich hier veranstaltet habe, aber es ist pragmatisch. Ihr könnt die Tierstelle öffnen. Lege Maustaste, Tür auf, Tür zu. Bei den Pferden handhabt sich das Ganze wie im 19er. Ihr könnt sie striegeln, habt dafür jetzt ein eigenes separates Symbol, ne? Mehrmals die linke Maustaste drücken und dann sind die Pferde gestriegelt. Mit der Taste E könnt ihr einmal hier drauf sitzen. Ich weiß, mein Charakter sieht momentan wild aus, wundert euch nicht. Ihr seht, animationstechnisch gesehen alles sauber. Mit der Taste B könnt ihr Fahrt aufnehmen. Mit der Leertaste könnt ihr springen. Mit der Taste S könnt ihr dann dementsprechend abbremsen. Ne? Soweit, so klar. Pferde müssen auch jeden Tag wieder ausgeritten werden. Ihr seht allerdings unten im F1-Menü, das Ausreiten geht jetzt deutlich schneller. Ihr müsst keine 5-10 Minuten mehr auf jedem Pferd verbringen, um die maximale Reitfitness am Tag zu erhalten. Ihr seht, für die paar Runden sind wir jetzt schon bei knapp 20%. Nun, die Pferde müssen aber natürlich auch gefüttert werden. Und was brauchen Pferde? Nun, sie brauchen Hafer. Gehen wir einmal hier rein ins Escape-Menü, geht hier unten auf die Kategorie Tiere und dann sehen wir hier unten Pferdestall groß und sehen, dass wir Basisfutter und Heu brauchen sowie noch Stroh. Ansonsten haben wir die allgemeinen Anzeigen hier Gesundheit, Sauberkeit, Fitness und tägliches Reiten. Hm, soweit so klar. Hafer und Hirsum, also Sorghumhirse, hat eine Effektivität von 60, Heu eine Effektivität von 40. Beides zusammen 100%. Was tun wir jetzt also? Ich habe da schon mal was vorbereitet, klarer Fall. Wir haben jetzt hier einmal 4000 Liter Hafer mit drin. Die werden wir jetzt einmal hier auskippen. Wie immer, auch schon in den Vorgängern gilt, kommt nicht mit overpowered Zeug hier an, wie zum Beispiel das hier. Ihr seht, das ist jetzt nicht das Optimum, was ich hier gemocht habe. Aber wir haben jetzt erstmal den Hafer drin. Das ist die erste Sache. Und jetzt haben wir hier noch zum zweiten, na, einmal das wunderschöne Heu. Füllen wir hier einmal mit ein, fahren wir hier ran, kippen das Ganze einmal aus. Ne, ihr seht jetzt hier, halt, bisschen Butter anlassen, stimmt, lul. So, machen wir das Ganze hier einmal an, schütten das Ganze jetzt hier auch mal aus. Und ihr seht jetzt hier, ne, wir haben jetzt 4000 Liter Basisfutter und hier stroppt gerade das Heu nach oben. Das wird mehr oder weniger in Echtzeit, das immer wenn ihr rein und raus geht, halt aktualisiert, hat sich nichts verändert. Und damit passt das Ganze. Stroh haben wir jetzt hier aktuell noch keins drin. Wird denn Stroh generell überhaupt gebraucht? Die Antwort ist ja und nein. Stroh beeinflusst die Gesundheit eurer Tiere. Das heißt, wenn ihr Stroh mit drin habt im Zustand oder haben müsst, geht die Gesundheit hoch. Gesundheit ist wiederum ein guter Faktor, dass die Pferde leveln. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn ihr Stroh logischerweise mit reintut. Ne? Wenn ihr das nicht tut, geht die Gesundheit, also habt ihr die Gesundheit nie auf 100%. Ne? Ansonsten tägliches Reiten ist der Fortschritt, wie euer Pferd, wie viel Prozent das schon ausgeritten ist. Die Fitness generell steigert sich dann jedes Mal um x Prozente. Wenn die bei 100% ist, ist das Pferd am wertvollsten. Ihr seht, das Pferd bringt gerade mal 158 Euro aktuell. Ne? Sauberkeit ist Sauberkeit, ne? Sollte auch klar sein. Das geht durch Striegeln und Co. Und Gesundheit habe ich gerade eben erklärt. Wenn ihr das alles habt, seid ihr damit mit dem Pferdestall auch schon durch. Wasser wird automatisch angegeben.
geliefert, müsst ihr euch nicht drum kümmern. Wie ihr Tiere hierher bekommt, ist auch wie in den Vorgängern simpel. Ihr könnt hier über das Menü Pferde kaufen, ihr könnt sie am Viehhändler über Dings, also sprich über Transportwagen, auch wiederholen. Taste P, dann geht es einmal nach hier unten, dann geht es hier zum Viehhandel. Dann wählt ihr euch hier einen Stall beispielsweise aus, in dem Fall jetzt hier Pferdestall groß, drückt auf Starten, kommt dann auch über das Menü dorthin. Oder ihr fahrt halt separat mit einer Maschine an den Viehhändler, der auf der Karte platziert ist. Ne? Klar. Bei den Pferden gibt es wie bei allen anderen Tieren auch hier weniger Besonderheiten. Die kosten zum Start alle 500 Euro, sind alle 0 Monate alt und haben eine Reproduktionsrate von 10 Monaten. Und da wird sich jetzt der eine oder andere sagen, eine Reproduktionsrate bei Pferden? Ja. Das ist ein Feature, was nicht angekündigt worden ist, aber im Spiel mit drin ist. Pferde reproduzieren sich. Okay, ihr habt das gehört. Mal gucken, wie vielen es aufgefallen ist. Aber ja, Pferde reproduzieren sich. Sie vermehren sich. Gab es vorher im 19er nicht, hat Scheins auch nie angesprochen. Aber es ist hier mit drin. Von daher, bitteschön, Reproduktion. Weiter geht's zum nächsten Stall. Da haben wir die Mäs, die Schafe. Auch hier gilt wie immer, ihr könnt hier Türen öffnen, könnt hier reingehen, alles schick schön. Stelle im Übrigen alle von Hörmann, ne, auch schön. Auch hier können wir uns diverse Schafe kaufen, ne, das ist auch alles kein Problem. Hier seht ihr schon, Kosten sind teilweise unterschiedlich. Liegt daran, manche sind 8 Monate alt, manche sind 0 Monate alt. Reproduktionsrate liegt allerdings weitestgehend immer bei 5 Monaten. Na, ihr seht zum Beispiel, dass es 30 Monate alt kostet am meisten. Ob das momentan noch ein Bug ist oder ob das irgendwas zu sagen hat, sei mal dahingestellt. Giants hat da momentan noch keine Antwort darauf gegeben. Nun, wählen wir das Ganze aus, holen wir einfach hier mal ein bisschen mal dort und mal ein bisschen hier und mal ein bisschen da. Dass wir den Stall mal hier ein bisschen voll kriegen. Und dann seht ihr jetzt auch schon, ist hier gleich ein bisschen mehr Action drin. Die Schafe sehen mit am besten aus von allen Tieren. Das Fell ist wirklich gut gelungen, sehr, sehr flauschig, animationstechnisch gesehen. Soweit auch alles I.O. Das haut soweit hin, ne? Also da kann man nichts falsch machen. Nun, Thema Fütterung. Was brauchen Schafe? Gucken wir uns das Ganze einmal an. Die brauchen einfach nur Gras. Das war's. Gras. Fertig, aus. Wasser wird automatisch mit hinzugefügt, Gras rein, fertig. Kein Stroh, kein sonst was, nichts. Deswegen habe ich da hier auch schon mal was vorbereitet. So. Einmal 33.000 Liter Gras, so viel brauchen wir nicht mal ansatzweise, aber Hauptsache wir haben's. Dann fahren wir hier irgendwo in die Nähe des Ganzen, was der Upload-Trigger so angeht. Auch hier wieder darauf achten, dass ihr jetzt am besten keinen Kipper habt, ne? Weil das wird sonst schwierig. Das ist schon hier auch schon wieder maximale Grenze, was ich hier fahre. So, machen wir das ganze Ding einmal zu, machen den Traktor wieder aus, schauen uns das Menü an, 11.500 Liter sind reingekommen. Jetzt spulen wir mal kurzerhand ein bisschen vor. So, wunderbar. Und dann seht ihr jetzt auch schon, die Produktivität steigert sich. Und zwar jede Stunde um 10%. Das gilt im Übrigen für alle Tiere. Ne? Also das gilt auch für die Pferde jetzt nicht, da passiert das immer im 24-Stunden-Takt, ne? Aber für die Schweine, für die Schafe, für die Rinder, Produktivitätsanstieg immer jeweils, halt, wo haben wir es jetzt hier, jeweils um 10% je Stunde. Ebenso steigt die Gesundheit um jede Stunde um 10% nach oben, sofern alle Parameter stimmen. Die Reproduktion seht ihr hier, Alter unter 8 Monate Reproduktionsrate, haben wir jetzt momentan 0%, ne? Weil ist halt noch nicht gegeben, weil alle Schafe, die wir jetzt haben, haben ein Alter von 0 Monaten. Sobald sie 8 Monate erreichen, fangen sie sich an zu reproduzieren. Auch wieder eine neue Funktion, die es vorher nicht gab. So, setzen wir mal kurz hier wieder das Ganze auf 12 Uhr morgens und schauen uns den nächsten Stall an. Das ist der Schweinestall. Auch hier gilt, ihr könnt hier ohne Probleme Türen öffnen. Ihr könnt hier in den Stall rein, ihr habt hier nachts Beleuchtung automatisiert, alles kein Problem. Die Schweine selber, machst du mal das Ding wieder hier zu, vielen Dank. Sind auch ein Highlight, muss man sagen. Auch die sehen sehr schön aus. Ihr seht, der liegt jetzt hier. Es gibt Schlafanimationen, es gibt Rennanimationen, ne, alles mit dabei. Die Schweine haben momentan noch einen Animationsbug. Den werdet ihr gegebenenfalls gleich sehen. Das ist ein Hochsilo. Hier kommt alles das rein, was die Schweine brauchen. Ich kaufe jetzt erstmal hier so 8 buntgefleckte. Machen wir das Ganze mal 8 dunkle, würde ich sagen. Und hier noch ein paar deutsche Edelschweine. Kann ja nicht schaden. So, und dann sind sie hier dementsprechend einmal alle mit drinne. Na, und ihr seht, der rennt hier ein bisschen, der liegt, die gucken sich ein bisschen blöde um.
und habt da halt alles nicht gesehen. Ne? So, nun füttern wir den ganzen Spaß einmal, weil was brauchen Schweine wiederum? Sie brauchen Schweinefutter. Ergibt sich aus wiederum der Kombination, wie ihr seht, Basisfutter, Getreide, Proteine und Wurzelfrüchte. Also Mais, Sorghumhirse sind 50%, Weizen, Gerste 25%, Soja, Raps, Sonnenblumen 20 und Kartoffeln und Zuckerrüben 5. Alles zusammengerechnet, kommen wir da dementsprechend auf die Prozente wieder zu. Ansonsten geben Schweine Gülle ab, ne? Und Stroh ist noch als Einstreumittel dazu, hängt noch mit der Gesundheit, der Produktivität dann später zusammen. Und euch wird jetzt hier aufgefallen sein, hier fehlt da irgendwas, produzieren die nicht auch Mist? Ist richtig. Dazu kommen wir jetzt zu der nächsten Stolperfalle in Anführungsstrichen, was ihr wissen solltet. Ihr müsst die Misthaufen, also die Mistlager, jetzt separat platzieren. Dafür geht ihr in den Baumodus. Und jetzt Achtung, nicht unter Silos, weil hier gibt es dieses Teil nämlich auch, sondern unter Silo-Erweiterung und dann hier unter Misthaufen-Aufbau. Warum auch immer, ich bin selber verzweifelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann müsst ihr das in die Nähe des Stalls platzieren. So reicht das, ne? Und jetzt ist das Teil halt da. Normalerweise eigentlich dafür da, um hier irgendwas einzulagern, ne? Also um das einzulagern, aber wenn wir jetzt das Futter einmal reinhauen, was wir jetzt einmal tun werden, ich habe hier eine ganze 4000 Liter, ich weiß, ich wollte es nicht übertreiben. Fahren wir einmal ran. Einfach so versuchen hier in Nähe des Triggers. Natürlich jetzt hier wieder unprofitabel. So, oder nicht so, so, so. Komm. Hier, Schweinefutter. Einmal aufklappen, einmal reinkippen. Sehr schön, dann haben wir jetzt einmal das Futter. Und wir haben hier noch einmal Stroh. Und jetzt seht ihr auch schon, was ich mit Animationsbug meine. Die Schweine haben jetzt Futter bekommen und dann freuen die sich. Die freuen sich und rennen außerhalb. Jetzt könnte man sagen, geil, ist das so gewollt? Antwort nein, weil ihr seht, die verschwinden auch dort einfach wieder. Die freuen sich. Es gab Futter, die freuen sich, Jungs, Mädels. Ne? Aber allerdings sollten sie sich innerhalb des Geheges freuen und nicht außerhalb des Geheges. Ist ein Bug, wird gefixt. Ist schon bekannt. Davon mal abgesehen, wir reden, achso, müssen wir da anders, Entschuldigung. Wir reden hier immer noch von der Preview-Version, die wir momentan haben, deswegen. So, dann geht das Stroh hier noch einmal mit rein. Schön, machen wir aus. Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt einmal an. Wir sehen, Basisfutter ist jetzt nicht viel. Das ist insgesamt 2000 Liter Basisfutter, dann 1000 Liter Getreide, 800 Liter Protein. 200 Liter Dings. Ihr könnt das natürlich alles einzeln anliefern. Ist effektiver, wie sich Schweinefutter zu kaufen. Rechnet sich auch null. Aber es geht jetzt hier gerade um den Pragmatismus, ne? Deswegen. So, jetzt spulen wir den ganzen Spaß auch wieder mal ein paar Stündchen vor. Und dann sehen wir einmal hier auch wieder 3 Stunden vorgespult. 30% Effektivität dazu bekommen, also Produktivität. Wir haben 241 Liter Gülle mit dazu bekommen. Reproduktionsrate geht erst ab 6 Monaten. Ne? Und Gesundheit steigert sich jetzt dementsprechend auch. Die Gülle bekommt ihr vom Stall direkt. Ja, da müsst ihr nichts separat platzieren. Das ist hier der Trigger. Der Mist-Trigger ist dann einmal hier drüben. Und je nachdem, seht ihr auch hier, sind 203 Liter Mist mit drin. Ne? Funktioniert auch, habt ihr aber hier eine separate Anzeige dafür. Ob das jetzt so geil ist, weiß ich nicht. Sollte jeder für sich selber entscheiden. Kommen wir zum Thema Kuhstall/Rinderstall. Das ist der größte Rinderstall, den ihr euch kaufen könnt. Kostet knapp 800.000 Euro, hat den Lelly-Roboter mit drin. Ihr seht hier eine gewisse Problematik, die ich auch schon im Baumodus-Video angesprochen habe. Es ist schwierig. Hier konnte ich es angleichen, hier nicht. Ne? Mal gucken, da muss ein bisschen Feinheit noch passieren. Auf jeden Fall könnt ihr den Stall auch wieder betreten, könnt Türen öffnen, alles Mögliche. Könnt hier die Rinder kaufen. Diese unterscheiden sich ja, wie gesagt, zwischen zwei Typen. Einmal für den Milchhaltungsbetrieb und einmal für die Zucht. Ihr könnt beide kombinieren, das ist alles absolut gar kein Problem. Ne? Die einen werfen halt Milch ab, die anderen dementsprechend nicht. Die anderen bringen mehr im Verkauf, die anderen dementsprechend weniger. Ne? Aber hier könnt ihr öffnen, könnt ihr alles machen. Ihr könnt hier öffnen, da wird die Milch by the way gelagert. Ist einfach der Trigger. Mit dem Dings ranfahren, mit dem Trailer ranfahren und abholen. So, nun könnt ihr, wenn ihr sagt, ich habe auf den Lelly-Roboter keinen Bock, was wenig Sinn macht, wenn ihr euch den Stall kauft, aber okay, könnt ihr auch alles hier abladen. Ne? Hier müsst ihr auch das Stroh by the way abladen. Das ist auch nicht das Ding. Ich habe hier zum Beispiel schon mal ein bisschen TMR reingehauen, ne? Dass die Kühe hier schon mal ein bisschen arbeiten. Hier gibt es ein zweites Silo für sogenanntes Mineralfutter. Was macht dieses Mineralfutter? Es pumpt eure Gesundheit der Kühe auf. Schauen wir uns das Ganze kurz hier oben an.
sehen wir, wir haben hier eine Gesundheit von 100%, obwohl ich kein Stroh mit drin habe und damit die Gesundheit der Kühe gar nicht auf 100% kommen kann. Dadurch, dass ich aber dieses Mineralfutter hier drin habe, hat auch ein schönes Symbol mit diesem Plus damit dazu, ne, also mit diesem Pflaster, mit diesem grünen Pflaster dort, kann ich die Gesundheit der Kühe auch damit aufrechterhalten. Nachteil ist, das Zeug gibt es nur auf Palette. Das ist das Erste. Gucken wir uns das Ganze hier an im Shop. Habt ihr einmal unter hier, unter Paletten, habt ihr dann ganz hier hinten das Mineralfutter mit dabei. 1050 Liter kosten 1000 Euro. Geht relativ langsam überzuladen, bla bla bla. Es ist halt ein bisschen nervig, ne? Okay, gut, das ist die eine Geschichte, was auch neu ist. Und hier haben wir dann die Bunker. Silage, Stroh und ganz wichtig, Heu. Ich weiß, das ist Gras, aber es ist Heu. Gras wird nicht angenommen. Heu, Heu, Heu. Ja, Heu. Steht auch hier unten, Heu. Ne? Kein Gras, Heu. Hat nicht viel Zeit gekostet, bitteschön. So, dann einmal hier rein. Da haben wir einmal Stroh drinnen. Dann fahren wir jetzt das dementsprechend einmal hier nach hinten. Wird das alles so lübt, wie es lübt. Ist es natürlich vom Vorteil, bei dem Gerät mag das jetzt hier noch schleichen. Ihr werdet gleich sehen, die Trigger sind mehr oder sind breiter, als ihr eigentlich denkt. Das werden wir dann gleich hier bei unseren Heuabladungen sehen. Ich habe jetzt hier nochmal Silage, habe ich kurz hinten aus dem Silo rausgeholt. Wie gesagt, wir wollen ästhetisch, sieht das jetzt hier nicht aus, aber wie gesagt, es geht ja auch nur ums Erklären. Da haben wir das Ganze hier rein. Währenddessen ist der hier fertig, können wir hier wieder rausfahren. Machen das Ganze dann einmal hier so. Sehr schön. So, der hat jetzt auch fast alles abgelassen hier. Da müssen wir nämlich ein bisschen aufpassen. Da passiert nämlich gleich was. Das solltet ihr wirklich drauf achten, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So, da fahren wir hier einmal nach hinten. Und jetzt ist natürlich das Problem durch die Delle da, ach, alles blöd. Aber jetzt seht ihr dann gleich, dass die Trigger Points, ich stehe jetzt nämlich hier davor und ihr seht, hier könnt ihr jetzt schon abladen. Ihr müsst also nicht direkt rein, ne? Da machen wir das Ganze einmal so. Bam, bam. Und damit habt ihr jetzt die Silos befüllt. Was passiert jetzt? Nun, wir machen erstmal Motor aus, schauen uns das Ganze hier an und wir sehen, bis jetzt hat sich noch gar nichts getan. Nun, spulen wir mal eine Stunde vor. Bam, 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 bam. Zack, geht das Ding hier zu. Und jetzt befüllt der Roboter, beziehungsweise der Arm, nimmt sich jetzt aus jeder Kammer was raus, füllt das rein und dann startet die Animation. Ihr seht, die Daten sind schon eingetragen. Wir haben jetzt pro Umlauf ca. 2000 Liter. Pi mal Daumen. Ne? Das macht er so lange, jede Stunde, bis er halt nicht mehr hat. Und um euch kurz die Animation hier zu zeigen, weil das dauert alles ein bisschen, machen wir kurz eine Timelapse. Viel Spaß. So, Animation ist hier in dem Sinne vorbei. Hier geht auch alles wieder auf. Und jetzt fährt der Lady-Roboter los. Achtung, wichtig. Lasst hier nichts rumstehen. Lasst bitte hier nichts rumstehen. Warum? Zeige ich euch gleich. Der Lady-Roboter fährt und ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Und der Lady-Roboter hält an. Der hat eine Kollisionsabfrage. Wenn denen irgendwas im Weg steht, hält er an und fährt nicht weiter. Problem ist, wenn ihr hier eine Maschine, einen Anhänger oder sonst was habt, jedes Mal, wenn sich der Lady-Roboter ein bisschen Freiraum ersehnt, ne, fährt er ein Stück weiter und drückt euch einfach brutal in das Gebäude rein oder es glitscht oder whatever. Deswegen nichts in dieser Wegbahn hier stehen lassen, wenn der Lady-Roboter arbeitet. Ihr werdet es sonst bereuen, glaubt mir. So, der zieht jetzt hier seine Bahn, um genauer zu sein, mach schon mal ein bisschen vor, fährt er jetzt einmal hier lang, dreht dann hier einmal um, und lässt dann sein Zeug halt raus. Wie gesagt, die Daten sind schon eingetragen. Also die Animation ist reines optisches Spielen.
Also reine Optik. Ne? Die Daten sind offiziell schon eingetragen. Und wenn er fertig ist, fährt er wieder zurück im Bunker und nach einer Stunde geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Ingame-Stunde wohlbemerkt. Ne? Klarer Fall. Für alle die, die gerne groß und schnell und alles haben wollen, ist diese Anlage nichts, weil das ist sonst zu langsam. Optimalerweise könnt ihr halt hier in der Mitte TMR selber abkippen und Stroh und habt da alles nicht gesehen. Ne? Aber ansonsten nimmt ihr einfach eine Stufe unter diesen Stall, ist auch vollkommen in Ordnung, hat glaube auch dieselbe Kapazität. Das gleiche gilt wie für den Schweinestall hier auch. Wenn ihr Mist haben wollt, müsst ihr außerhalb einen Mistbehälter platzieren. Also hier wieder Baumodus, Siloerweiterung, das Ganze auswählen hier, so dann dementsprechend hinstellen. Ihr seht hier, das ist zu nah. Ab dem Punkt, wo es dann geht, ne, sprich ab hier, hinplatzieren und schon produzieren die automatisch Mist. Ne? Und auch hier ist das gleiche in grün, Produktivität steigert sich um jede Stunde um 10%, Gesundheit steigert sich, sofern alles gegeben ist, jede Stunde um 10%. Wenn etwas mal nicht 100% gegeben ist, fällt sie dann dementsprechend auch jede Stunde kontinuierlich bis zum gewissen Faktor halt ab, der dahinterlegt ist. Ne? Ne? Soweit so klar. Ihr seht, der Lelly-Roboter ist jetzt hier durch, hat sich jetzt hier dementsprechend wieder eingebunkert und in einer Stunde geht es wieder weiter. Ne? Ja, dann bleibt zu guter Letzt nur noch die Hühner übrig, die sind hier hinten. Der Hühnerstall ist auch recht simpel, ihr könnt Hühner kaufen, es gibt Huhn. Das Huhn ist 6 Monate alt, kostet dementsprechend mehr, weil Reproduktionsrate. Das Huhn, was 0 Monate alt ist, kostet weniger, weil es reproduziert sich nicht. Und der Hahn ist halt dementsprechend der Hahn, ne, reproduziert sich innerhalb auch von 10 Monaten. Ansonsten reproduzieren sich die Hühner innerhalb von 2 Monaten. So, kaufen wir jetzt hier einfach mal 8 Stück, weil wir es dementsprechend können. Ein Hahn ist drin. Futter ist stinknormales Weizen. Ihr fahrt hier hinten dran an dieses Teil. Drückt einmal I. Oh, das Ding raus. So, macht das ganze Ding wieder zu. Wir spulen ein paar Stunden vor. Ja, wird es wieder dunkel. Keine Angst, ich mach's wieder hell. So, spulen wir noch ein bisschen vor. Alles kein Problem hier. Machen wir es wieder helle. Bum, 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 bum. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier einmal anschauen, zack, sehen wir auch hier, haben wir jetzt eine Produktivität von 89%, haben 30 Eier, Reproduktion haben wir momentan 0%, Gesundheit sind 90%. Spulen wir also mal noch eine Stunde vor, sehen wir, haben wir jetzt hier eine Gesundheit von 100%. Ihr seht hier, 7 Monate ist es alt, 6 Monate ist es alt. Der Hahn ist dementsprechend erst 1 Monat alt, die ist auch erst 1 Monat alt. Und ihr seht, Reproduktion. Alter unter 6 Monaten. Und wenn ich jetzt hier noch weiterspule und einfach mal machen lasse, dass wir auch mal hier ein bisschen Eier noch zu Gesicht bekommen. So, das sollte soweit passen. Na, sehen wir uns das Ganze jetzt hier dementsprechend an. Getreide, alles schick. Eier haben wir mittlerweile 70%. Hier alles jetzt auf 100%. Wie gesagt, Reproduktionsrate in dem Falle hier bei 0. So, jetzt können wir hier zum Beispiel einmal die Türe öffnen. Moin Mädels, können auch hier rein. Na, alles schick, alles schön. Ne, können hier zum Beispiel noch in das Hörmann-Ding reingucken. Seht noch ein bisschen was drin, ist jetzt grafiktechnisch gesehen. Ne? Also ihr könnt da jetzt momentan eh nicht machen. Öffnet ihr hier einmal und dann habt ihr hier Europaletten, wo Eierpaletten mit drauf sind. Das auch, was man in den Trailern halt gesehen hat. 71 Stück sind es, 61 Kilo insgesamt. Ja, und das sollte es insgesamt für diese Sache hier mit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte einen guten Überblick und einen kompakten Überblick vor allen Dingen geben. Ja. Falls nicht, entschuldige ich mich, aber ich denke eigentlich schon. Ne, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ey, lass mich doch mal reiten. Dankeschön. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Tieren im LS22 und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein, denkt nochmal ans Däumchen. Tschüssikowski.